Marika, dit. Oh, so ging das doch ungefähr, oder? Ah, also easy peasy. Oh, jetzt ist er ein Schlumpf geworden. Und jetzt ist er sauer. Oh mein Gott, das war komplett falsch. No. Okay, wartet mal andersrum. Erst so, dann so und dann so. Easy. Ging. Doch, klar. Leute, Neymars Haare sind viel zu weit oben. Guck mal, der hat noch seinen Winterschnitt drauf. Wir brauchen jetzt aber Frühlingsschnitt, denn Leute, wir haben jetzt endlich Frühling und 8 ist meine Glückszahl. Schreibt mal in die Kommentare, seid ihr Team Neymar, seid ihr Team Ronaldo, seid ihr Team Messi? Oh, ist immer noch zu weit oben, ne? Oh, sogar schlechter geworden. Okay, alle guten Dinge sind ja 3, deshalb schnibbeln wir jetzt nochmal ab. Das Ding ist, die Schere, die geht irgendwie so nach oben. Das könnte gut sein, oder? Schon wieder Rang 8? Echt jetzt? Alle guten Dinge sind 4. Oh, diese Schere, die schneidet einfach so nach oben, wisst ihr? Rang 7 immerhin. Oh, habt ihr auch schon eure Haare geschnitten? Habt ihr noch Winterfell drauf? Aber das da müsste doch jetzt perfekt sein. Ey, das sieht perfekt aus. Really? Okay, versprochen, wirklich letzter Versuch. Komm schon. Bitte enttäusch mich nicht. Bitte. Oh, I'm sorry. Wir müssen die Winterwolle wegbekommen, Leute, von dem Schaf. Guck mal. Einfach gucken, wie uns das anguckt. Oh, das ist richtig böse. Wir sind gefehlt. Aber dennoch müssen wir ganz langsam die Winterwolle, ich mach nix, die Winterwolle wegbekommen. Ich mache immer nur nichts. Denn langsam wird's Frühling, Leute. Wie das guckt, dieses Schaf, oder? So. Ich mach nichts, Schäfchen. Guckt mal, wir haben jetzt unter 100 Steps, Leute. Unter 100. Komm schon, das schaffen wir noch. Buja! 101 Steps, 101 der Martina. Ich würde den Frühlingsanfang. Okay, Leute, wartet mal. Wie soll das funktionieren? Das ist so unmöglich. Wir müssen ein Herz machen. Erstmal, Liebe geht raus an alle, die das Video sehen und besonders die, die das Plus wegmachen, Leute. Nicht vergessen, ein Follow da zu lassen. Dann machen wir das auch richtig. Das ist leider falsch. Okay, wartet mal. Was ist, wenn wir das zuerst machen? Ich glaube, das ist zuerst. Dann sollten wir die Farbe machen, dann die hier und dann ganz oben grün. Nein, das ist auch wieder falsch. Ich weiß es. Leute, wartet, ich hab den Clou. Also zuerst rot war richtig, dann ist, glaube ich, blau, dann ist gelb und dann wäre grün. Aber sollen wir das jetzt wirklich machen? Macht. Haben wir es jetzt richtig? Buja. Nicht mal mit Timer, Leute. SpongeBob macht erstmal plus 100, plus 300 mal 2 und dann macht er Patrick platt. Denn allein, wenn er das hier 100 plus 2, 300 macht, hat er schon Patrick platt. Okay, ich glaube, ich habe den Filter falsch verstanden. Wartet mal. Ach so. Das ist jeweils der Endgegner. 100 gegen 100. Da müsste ich ja eigentlich schon platt sein. Okay, dann machen wir so. Kann man da nochmal so? Kann man nochmal zu der 2x2 zurück? Ne, die ist nur einmal da, okay. 200. Jetzt ist 300. Oh, nee. Ah, okay, gut, ich werde summieren. Ich glaube, ich habe es wirklich falsch verstanden, irgendwie. Wartet mal. Ich verstehe es nicht. Wie soll das gehen, Leute? Gelb ist eine Grundfarbe. Minions, ich liebe die Minions, ne? Aber wolltet ihr schon immer mal einen pinken Minion sehen? Das ist die einzige Farbe, die ich mixen kann. Pink. Pink schaffe ich, Leute. Denn ich liebe Pink. Aber Gelb ist für mich eine Grundfarbe. Also, beziehungsweise nicht nur mich. Für alle ist es eigentlich eine Grundfarbe. Übrigens, guck mal, da ist mein Hund. Chico! Versteckt sich hinter mir. Denn du weißt es auch nicht, wie es geht. Und Grün und Blau beispielsweise ergibt Blau. Hä? Diesmal gibt es kein Blau. Die ganze Zeit gab es Blau. Grün und Rot. Das ist ähnlich, Leute. Das ist voll ähnlich. Wartet mal, das ist fast gelb. Das ist orange. Moment, Farbkreis, ne? So, wartet mal, Farbkreis. Ich habe den hier schon die ganze Zeit offen, weil ich die ganze Zeit denke mir so, hä? Guck mal, und wenn wir jetzt rot noch dazugeben, eigentlich müssen wir jetzt gelb dazugeben, dass es gelb wird. Aber wenn wir jetzt rot dazugeben, ne? Ey, Leute, jetzt mal im Ernst, wie genau soll das funktionieren? Lila, ne? Also, wartet mal, lila Patrick. So, ich habe hier einen Farbkreis nämlich. Lila. Das heißt, wir müssen es mit Pink mixen. Aber Lila und Blau, beispielsweise Blau, weil hier ist auch Blau, wisst ihr? Hier ist auch Blau in der Nähe. Mixen wir erstmal mit Blau und hoffen, dass es einfach, seht ihr, es wurde heller. Man glaubt das nicht, aber es wurde heller. Seht ihr?
hier, das ist jetzt wahrscheinlich so diese Farbe hier. Das bedeutet, wir müssen das jetzt mit Lila mixen. Aber da wir Lila nicht haben, probieren wir Blau und probieren wir... Wir haben alle Farben ausprobiert, Leute. Wie können wir denn verlieren? Niemand schafft 96 bei SpongeBob. Okay, wartet mal. Also, SpongeBob kann ja nicht so schwer sein. Wir haben ja mehrere schon ausprobiert. Könnte das noch ein bisschen vielleicht? Komm schon, das müsste es doch ungefähr sein, oder? Ungefähr so. Ich sage, das ist mehr als 96. Wünsch mir Glück. Es ist 96. Oh mein Gott, aber ich habe trotzdem es nicht geschafft. Also der Filter-Creator hat gesagt, niemand schafft mehr als 96. Ich habe genau 96 geschafft. Das bedeutet, wir müssen es nochmal machen. Oh mein Gott, jetzt haben wir jemand anderen. Nein, was ist das denn? Ich wollte SpongeBob haben, weil da weiß ich ungefähr, wie es geht durch einen anderen Filter. Wirklich? Boah, nee, hier schaffe ich es auf keinen Fall. Abbruch, Abbruch. Oh mein Gott, warte mal, vielleicht war das doch so gerade. Oh. 98. Wer liebt Wassermelonen auch so sehr? Oh mein Gott, ich liebe Wassermelonen einfach. First try, 83%. Schaffen wir irgendwie 100%? Oh, was ist das für ein Insekt? Was ist das? Fliege? Biene? Hä? Sieht ja voll ekelhaft aus. Okay, das ist irgendwie schlecht geworden. Okay, warte mal, ich will 100% haben. Ich will alles. 91%? Krass, diese Biene ist irgendwie komisch, oder? Nee, ist keine Biene, das ist eine Fliege, oder? Ich glaube, es ist eine Fliege. Keine Ahnung. Irgendwie verwirrt die mich. Wartet mal. Warte mal, warte, was hat das mit dieser Fliege auf sich? Hatte ich gerade einfach nur Glück, oder? Wartet mal. Ey, warte, ich kann gar keine 100% bekommen, weil diese Fliege da die ganze Zeit ist. Bienenfliege, keine Ahnung, was für ein Ding. Ist fast die Fliege abgeballert, oder? Okay, wie komisch mit dieser Fliege. Nein! Ach, Menno. Komm schon, letzter Versuch. Boom! 97%. Das ist diesmal schwieriger, Leute, weil das erste Mal war das so easy. Oh, ich wusste es. Das erste Mal war es so easy. Dass es das zweite Mal einfach nicht easy sein kann. Wisst ihr? Oh mein Gott, das ist richtig schwer, Leute. Okay, wir probieren erstmal das hier, das Rote. Kann man das überhaupt schaffen? Okay, wartet mal. Let's go. Also, boah, ey, ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass man es schaffen kann. Geht das überhaupt, Leute? Komm schon. Oh mein Gott, es geht. Oh mein Gott, wartet. Kurz überlegen. Geht das wirklich? Es geht wirklich. Oh mein Gott. Nein, oh mein Gott, das geht nicht. Leute, das kann man nicht schaffen. Wir müssen einfach Messis Bart schneiden, denn Leute, es ist endlich Frühling und man braucht hier nicht mehr mit dieses Winterfell, dies, das. Deshalb weg damit. Rang 10. Okay, noch nicht perfekt, aber jetzt wird es vielleicht. Ihr könnt ja so lange mal in die Kommentare schreiben. Immer noch nicht super. Ist geschlechter geworden. Rang 15. Seid ihr Team Messi? Seid ihr Team Neymar? Seid ihr Team Ronaldo? Wen gibt's noch? Boom! Boom! Geschafft! Nice, nice, nice!